Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed 1 in der letzten Folge. Ja, hatte ich eigentlich ziemlich viel aufgenommen und es war eigentlich auch geplant, dass die ganze Zeit täglich Videos kommen. Ihr seht, das war nicht der Fall. Das hatte einfach den Grund, ich muss mich auch gerade erstmal wieder an alles gewöhnen. Hatte einfach den Grund, dass ich auf einmal nichts mehr hochladen konnte, was ziemlich beschissen war. Dementsprechend konnte ich auch nicht aufnehmen. Also beziehungsweise ich habe dann einfach nicht aufgenommen, weil ich hatte ja noch Videos für 3 Tage und ich konnte die halt nicht hochladen. So, und dann dementsprechend kamen dann 4 Tage mit dem Wochenende halt nichts. Und ja, jetzt geht's ganz normal weiter. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich hier noch machen sollte, aber ich denke, das wird sich noch ergeben. Und. Solchen Hunger, ein bisschen Geld. Ach nö, wieder so eine Bettlerin. Naja, ich glaube, wir sind hier gerade wieder über dieser Mall. Fand ich eigentlich ganz cool. Nee, warte, nimm mal diese Fahne mit. Dankeschön. Ich muss sagen, ich freue mich gerade auch ein kleines bisschen wieder aufzunehmen. Du bist ein Nichts. Dein Gott hat dich verlassen. Ihr tut mir weh. Ich muss gerade erstmal wieder schauen, welches Emoji ist. Der Herr ist mit uns, alter Mann. Bitte tut mir nicht. Wie ließ man sich nochmal fallen? So, okay. Ich habe doch nichts Falsches getan. Der Herr ist mit uns, alter Mann. Ups. So, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, wie das Ganze hier überhaupt funktioniert. So. So, okay. Das hat schon mal funktioniert. Ich finde es immer noch echt merkwürdig, wie schlecht hier eigentlich die Untertitel sind. Beziehungsweise wie schlecht das Ganze synchronisiert ist. Okay, den sind wir schon mal los. Und den auch, oder? Naja, nicht ganz, aber jetzt. So. Weil es ist so fucking heiß. Ich sag's euch, das ist gerade wieder alles ganz merkwürdig. Er winkt doch schon. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Dankeschön, alter Mann. Kann ich jetzt gehen? Oh, die Tratschleute kommen wieder an. Okay, das sind gar nicht die Tratschleute, das sind die anderen. Naja, ist dasselbe. Mann, wieso wollen die mich jedes Mal schubsen? Die sind ja auch irgendwie krank oder so. Ich frage mich jedes Mal, warum die mich so hardcore verfolgen und stalken. Setz mich jetzt einfach mal hier hin, I guess. Gehen Sie näher, okay, hallo. Altair, mein Freund und Bruder, es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Okay, dann bin ich drin. Wenn ich. Achso, da muss ich hin. Okay. Ich gehe dann erstmal direkt in diese Richtung. Lol. Darf ich mal? Hier ist schon ihr. Achso, der ist wahrscheinlich da oben. Okay. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Sind hier irgendwo Wachen? Och nö, der ist doch nicht in der Mall drin, oder? Ist er in der Mall drin? Er ist in der Mall drin. Scheiße.
Okay, das heißt, wir müssen irgendwie nach unten. So. Ich wähle schon mal die versteckte Klinge aus. Wir müssen da halt irgendwie wieder reinkommen, ne? Ach nö. Ja, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Ups. Eure Suche ist am Ende. Ich biete alles, interessiert was ihr euch vielleicht hierfür? Nein? Die Frage ist nur so ein bisschen, wie ich da reinkomme. Anscheinend ist hier gerade offen. Ach nö, jetzt komme ich hier auch nicht mal raus. Was ist denn das für eine Verarsche? Komme ich hier hoch? Oh Mist. Okay, so bin ich die wenigstens schon mal für einen Moment los. Nein, nein, ich bin nicht hier. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder zurückgehen. Muss ich dann alles neu machen? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ja einer reichen. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Same. Okay, es sind jetzt wieder zwei Ziele auf der Karte. Ach Mann, wieso greifen die einen jedes Mal an? Okay. Ich muss gerade erstmal gucken, welcher das jetzt hier genau ist. Ach, er. Renn doch vielleicht einfach weg. Naja, ich glaube. Ach so, das ist jetzt schon fehlgeschlagen. Ja, gut. Hallo. Also darf ich dabei halt nicht mal gesehen werden. Vielleicht kümmere ich mich beim nächsten Mal zuerst um den anderen. Ich glaube, das ist irgendwie sinnvoller, weil der Typ war schon irgendwie hardcore nervig. Lol. Naja, die können mich ja hier hoch verfolgen. Das ist ja kein Problem. Scheiße. Eine Fahne. So, jetzt sind wir die immerhin schon mal los. Mann, es ist so ungewohnt. Ich habe normalerweise hier um mich rum nicht stehen und jetzt steht hier auf einmal so ein Metallschrank direkt neben mir. Der muss eigentlich noch woanders hin, aber ich weiß gerade nicht, wohin damit. Ja, das macht es gerade ein bisschen schwierig. Normalerweise kann ich mich hier immer so komplett ausstrecken. Das ist mir auch immer so am Schreibtisch mega wichtig und jetzt steht hier so ein Ding. Eieiei, da haue ich halt so die ganze Zeit mit dem Ellenbogen gegen. Muss ich irgendwie später mal woanders hinstellen. So. Ja, ich würde sagen, ich gehe halt dieses Mal erstmal zu dem anderen Dude. Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Ich habe doch noch niemanden umgebracht. Oh Mann. Nee, jetzt nicht. So,
Jetzt sind wir die immerhin wieder los. Aber das ist schon ein bisschen nervig. Also, der Fortschritt in diesem Spiel hält sich immer sehr in Grenzen. Hallo. Dieser Palast ist ganz cute. Das muss man den schon lassen, aber... Ich muss auch sagen, ich bin gerade wieder so komplett raus aus der Story, weil ich halt über eine Woche nicht aufgenommen habe. Dass ich halt nicht hochladen konnte. Das war halt nicht geplant und war halt auch irgendwie absolut scheiße. Und ja. Ihr habt nichts hier zu suchen. Get. Passiert halt manchmal. Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. Warum nicht? Viel. Ist er verrückt geworden? Bei dem Tempo verletzt er mich. So, okay, wir müssen wieder direkt in die Richtung gehen und hoffen, dass die uns nicht schon wieder ankacken. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Ach, der ist das. Eine milde Gabe. Bitte, nur ein paar Goldstücke. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. War das so schlau? War es wohl nicht. Das ist aber auch irgendwie voll dumm. Wie soll man das denn machen? Naja, ich bin gespannt, ob wir das jemals schaffen werden. Ich bezweifle es irgendwie. Er ist wohl in einen anderen Bezirk geflohen. Ah, okay, ich glaube, so langsam verstehe ich das. Wenn man so, wenn man gesucht wird, dann muss man halt im gleichen Bezirk bleiben. Ja gut, das kenne ich hier halt auch alles schon. Das ist so ein bisschen problematisch und ich muss auch sagen, das nervt mich ein bisschen. So. Das gleiche jetzt nochmal. Ich renne jetzt direkt mal ganz schnell. Lol, ich komme da nicht durch. Und man hat halt nur 3 Minuten. Das ist halt so übel, dumm und nervig. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geht. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Och Mann, kann der nicht irgendwo hingehen? Ein bisschen Geld, bitte. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Geh doch irgendwo hin, wo keine Soldaten sind. Meine Kinder. Bitte. Bitte. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Ja, same. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Au. Mann, und wieder instant gesehen. Ich meine, was ist denn so schlimm daran, dass ich gesehen werde? Ich verstehe es nicht. Da vorne ist doch schon der zweite. Die sind doch gar nicht so weit entfernt. Bleib stehen. Ich renne ihm jetzt einfach mal nach und versuche die trotzdem noch eben zu erledigen, auch wenn er irgendwie echt schnell ist. So, der ist jetzt auch down. Auch wenn ich den nicht noch umlegen sollte, aber fuck it. Kann er schwimmen? Anscheinend nicht. Wieso kann er nicht schwimmen? Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ach, ich verstehe es nicht. Ich sag's euch, das ist echt kompliziert hier. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Meine Güte. Na gut, erzähl mir was. Ja, hier, mein Freund und Bruder. Es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein. Wie traurig. Ja, sehr. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden.
Mm-mm. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Habe ich nicht irgendwie einen Bogen oder so? Mann. Warum tut er das? Was tut er denn? Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, gib eine milde Gabe. Bitte, nur ein paar Goldstücke. Ein paar Goldstücke möchtest du? Übertreiben wir es nicht. Nur eine Kleinigkeit, bitte. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit, bitte. Eine milde Gabe. Bitte, nur ein paar Goldstücke. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Ach, sie nervt mich voll. Hier sind halt überall Soldaten. Das ist übel der Scheiß. Na ja, gut, das war jetzt auch nicht unbedingt schlau. Renn einfach mal eben kurz weg, bitte. Es ist halt so nervig, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Ich renne jetzt einfach hier in diesen Palast rein. Ist sogar ganz schick hier. Ich verstecke mich jetzt mal hier hinter. Und tue so, als wäre ich ein Mönch. Scheiße. Ich bin ein Mönch. Please don't. Ja gut, in die Richtung kann ich auch ruhig fliehen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Mann. Ich sag euch, ich check echt gar nichts, worum es hier geht. Puh. Ja, ich weiß es nicht. Ich hab doch nichts getan. Ich bin sowas von innocent. Ich könnte nicht mehr innocent sein. Wieso gehst du da nicht einfach hoch? Mann. Ja, in dieser Folge ist jetzt irgendwie so ziemlich gar kein Fortschritt. Ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen Zeit, um überhaupt wieder reinzukommen. Ich würde sagen, wir versuchen es noch einmal. Wir wissen ja jetzt so grob, wie die beiden sich verhalten. Und wir müssen die halt in irgendeinem Moment bekommen. So. In irgendeinem Moment bekommen, wo die halt ungeschützt sind. Ich glaube, das ist halt dumm. Du sagst es
Oh. Das war ein Wurfmesser. Das war vielleicht nicht unbedingt die schlauste Methode. Meiner? So. Stirb, 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 stirb. So, hier juckt's halt so keinen. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Man würde nur so etwas Furchtbares tun. Ich frag mich auch gerade. Also wir nehmen jetzt einfach mal anstatt die Mission, diesen Turm hier mit. Vielleicht kriegen wir dann noch eine andere Mission mit neuen Informationen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, weiß ich nicht. Also es könnte ja sein, dass wir dann irgendwo anders noch Informationen herbekommen. Sodass wir halt eben nicht diese Mission machen müssen. Das wäre jetzt gerade so meine Idee. Denn das habe ich halt wirklich null gecheckt. Es macht halt einfach keinen Sinn. Man kriegt die halt auch versteckt nicht umgelegt. Greif doch mal an. Dann halt so. 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 Und so. Puh. Ja, ich weiß nicht, so vom Vibe her mag ich die Stadt echt so am liebsten, aber die Mission gerade ist echt hardcore nervig. Okay, da ist jetzt schon mal eine neue Mission aufgetaucht. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir dann einfach mal die Folge. Ich glaube, da muss ich wieder was klauen, oder? Ja, dann beende ich an der Stelle die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir uns dieses neue Ding hier an. Es ist schon wieder da unten drin. Juhu, juhu. Ich denke mal, da müssen wir jemanden beklauen. Ja, kann wieder nur gut werden. So. Ja, lass dich halt fallen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.